Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man das da macht. Das nenne ich persönlich Obst-Joghurt-Cocktail. Ich finde, es sieht aus wie so ein Eisbecher, ist aber eine sehr, sehr gesunde Frühstücksalternative. Nicht Alternative, ja, ein Frühstück einfach, ja. Warum kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Ja, geht schnell, geht einfach, sieht mega lecker aus und schmeckt auch sehr lecker, meiner Meinung nach. Und ja, heute seht ihr, wie ich das Ganze mache. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. So, das ist erstmal alles das, was ihr dafür braucht. Das ist ein Glas, ein ganz normales Gefäß, wo das halt alles gemacht wird. Die Hauptzutaten, der Joghurt. Ich habe jetzt so einen ganz normalen Joghurt mild. Besser wäre es natürlich noch mit einem Fettarm, aber Mama hat jetzt den gekauft. Dann ganz normales Müsli. Ich habe jetzt so ein Knuspermüsli. Dann irgendeine Marmelade. Am besten schmeckt es, finde ich, mit Himbeermarmelade. Dafür habe ich jetzt hier selbstgemachte Himbeermarmelade. Und dann natürlich Früchte eurer Wahl. Ich habe jetzt eine Banane, Aprikose, eine Pflaume, so ein Pfirsich. Ich weiß nicht, nennt man die auch Pfirsich, diese runden Teile? Auf jeden Fall sowas. Und diese Teile, wo ich auch den Namen nicht weiß, die extrem sauer sind. Und natürlich etwas zum Reinfüllen und zum Schneiden. Und dann geht's auch direkt los. Zuallererst beginnen wir mit einer Schicht Müsli, die dann ganz unten in den Becher kommt. Einfach. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das sogar schon zu viel war, aber einfach um unten halt so eine Schicht zu haben. Dann macht ihr auch schon euren Joghurt auf und darüber kommt halt eine Schicht Joghurt. So. Darüber kommt dann jetzt erstmal irgendeine Frucht eurer Wahl. Ich mache ganz unten jetzt den Pfirsich rein. Den schneiden wir natürlich erstmal in kleine Stückchen. So, das sind dann erstmal meine Pfirsiche. Darüber kommt dann noch ein kleines bisschen Müsli, aber nur. Nur um halt so ein paar Crunchies dazwischen zu haben. So. Dafür aber wieder eine Schicht Joghurt, eine gute Schicht. So, dass halt immer alles schön bedeckt ist. So, jetzt nehme ich den Pfirsich bei mir. Dazu natürlich auch ein paar Crunchies wieder. Also ein bisschen Müsli, um das ein bisschen knuspriger zu machen. Darüber geben wir jetzt wieder eine Schicht. Ich glaube, die Pflaume schaffe ich auch gar nicht mehr. Ich versuche es auch schon gar nicht mehr. So, da ich nicht mehr viel Joghurt habe, verstreiche ich das jetzt einfach. Tue jetzt so ein paar von diesen Beeren da rein. Könnt ihr auch ganz oben als Deko machen. Ich mache aber ganz oben als Deko die Banane am Ende. Ihr könnt natürlich Zutaten reintun, welche ihr wollt. Ihr seid ja jetzt nicht so, ach, jetzt diese Zutaten rein, dann tue ich genau dieselben rein. Ich mache jedes Mal andere Sachen rein. Letztes Mal hatte ich ein zum Beispiel mit Orangen und weiß ich gar nicht mehr was anderes. Auf jeden Fall auch sehr lecker. Ja, jedes Mal ein anderes. Da kommt jetzt nochmal eine relativ ordentliche Schicht Kellogs drüber. So, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt eigentlich. Jetzt kommt der Rest vom Joghurt einfach nur noch drauf.
gut verstreichen, so die Oberfläche. Dass eigentlich alles zugedeckt sein muss, weil mir hat das jetzt mit dem Joghurt irgendwie nicht so geklappt. Aber einen zweiten mache ich jetzt dafür nicht mehr auf. So, als nächstes bräuchte ich noch einen kleinen Löffel, genau. Wäre eine gute Idee. Und damit verteilen wir jetzt erst einmal die Himbeermarmelade. Ich töpfe immer ein paar so Sachen in die Mitte. Aber ganz wichtig, also so fürs Äußere finde ich das sehr schön, was heißt ganz wichtig, dass über den Rand gegossen wird, damit es so am Rand ein bisschen nach unten läuft. Das kommt mit der Zeit. So. Jetzt ist bei mir fast der ganze Pudding ein bisschen rot, aber egal. Also Joghurt, also was auch immer. So. Ich liebe Himbeermarmelade. So, seht ihr das? Von dieser Seite sieht man das gut, wie das so nach unten läuft. Am schönsten finde ich es gerade auf dieser Seite. So, alles was wir jetzt noch machen, ist ganz einfach die Bananen zu schneiden und die an den Rand zu stecken. Also die Pflaume werde ich nicht mehr benötigen, da habe ich den Joghurt überschätzt. Ich dachte, und mein Glas, ich dachte, das wäre größer. Jetzt schneide ich einfach Bananenstücke ab und lege die, ne, so in den Rand. So. Jetzt noch in die Mitte. Und dann sind wir eigentlich auch schon relativ fertig. Jetzt mache ich nur noch ein kleines bisschen Kellogg so um den Rand der Banane. Nicht auf die Banane, Kellogg um den Rand. So. So. Und ja, damit sind wir fertig. Das ist jetzt mein Joghurtbecher, mein fertiger. Ich finde den sehr, sehr lecker und ich finde, der sieht richtig schön aus und so isst man gerne gesund. Und ja, damit ist unser Obst-Joghurt-Cocktail auch schon fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das schnelle, einfache Rezept gefallen. Ihr macht es auf jeden Fall nach und postet mir die Bilder dann auf Facebook oder Instagram. Beide steht unten in der Beschreibung. Ich würde mich natürlich mega freuen und ich hoffe natürlich, dass es euch sehr, sehr schmeckt, weil mir schmeckt zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich liebe es. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, guten Hunger!